weiß gar nicht, man haben diese Haufen Exzentriker mit fragwürdigem Kleidungsstil. Wie sie immer davon reden, ein neues Universum erschaffen zu wollen. Vielleicht Luft eben. Ja, aber sind sie gefährlicher als angenommen. Pokémon zu stehlen und einzusperren, das ist nicht nur falsch, sondern auch abgrundtief böse. Entschuldige den abrupten Themenwechsel, aber wir haben dir eigentlich die Ruinen gefallen. Wenn du mitziehen wissen willst, sollst du in der Bibliothek von Fleetwood vorbeischauen. Da gibt es alte Bücher, die dich interessieren könnten. Zum Besuch könnte dir auch dabei helfen, der Pokédex zu verschwinden. Glaub mir. Du solltest wirklich dort mal vorbeischauen. Ich würde es wärmstens empfehlen. Bis dann. Jo, liebe Leute, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Strahlender Diamant und dann geht's nach Fleetwood. Bis dahin und tschüss. Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und ich kann ja nicht weitermachen. Ja, wir haben in der letzten Folge tatsächlich die Haselnuss Lamina besiegt. Und wir hatten uns tatsächlich vorher mehr Herausforderungen gestellt, als mir persönlich lieb ist. Ich hatte jetzt tatsächlich als Belohnung erhofft, dass es heute tatsächlich der Fall ist, dass wir unser Team kriegen. Nein, können wir noch nicht. Dauert aber nicht mehr so lange. Wir machen uns jetzt noch Flipbook auf. Dort gibt es noch eine Sache zu erledigen. Und dann haben wir den Erinnerte. Und über nächste Folge kriegen wir schon den Erinnerte. Und dann sollten wir tatsächlich die Forms stärker benutzen dürfen. Und dann können wir müssen sowieso in die Richtung unser letztes Teammitglied fangen. Ich hoffe, dass wir alles gut läuft und ein, zwei, drei Folgen das Team vollständig haben. So, also wir sollen jetzt mal nach Flipbook. Ich gucke mal kurz auf die Karte, wo das ist. Das ist hier. Alles klar. Gut. Dann kann ich hier nach Jubelstadt. Weil wir hier fertig sind. Also ich möchte jetzt die Super Wettbewerbsshow möchte ich jetzt ungern machen, weil für mich ist das ein unnützes Thema. Ich brauche es nicht. Wer wollte das denn machen? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. Wenn ihr das machen wollt, dann schiebe ich das noch zwischendurch ein. Aber jetzt möchte ich gerne die Story ein bisschen weitermachen. So. Weil wir machen heute ich glaube nicht. Ich glaube, wir machen in der nächsten Folge. Weil wir haben noch ein bisschen was. Route 218 ist heute das Thema. So. Surf habe ich ja drin. Ja, das ist es halt. Mir fehlt mein letztes Teammitglied. Mir fehlt mein Pflanzen-Pokémon. Ich brauche noch ein Pflanzen-Pokémon. Das kriege ich hoffentlich bald. Weil das nächste ist eine Wasserleit. Rote. Aber ja, sehr schön. Komm, wir behalten. Jetzt bekam uns vorne. Ich habe mich auf Route 218 mit meinem Freund verabredet, aber er ist nirgends zu sehen. Ja, wir können ja jetzt surfen. Aber ich wundere mich, dass gerade im Bojo nicht einsetzen kann, weil das ist doch wie was. Ich gucke gerade hier oben. Ja, hier oben vermeintet. Oh, ein Sonnenblick. Das ist gut. Das ist nicht ganz unwichtig. Weil. Spart mir ein bisschen Weg bei Polita. Polita ist das nächste Team. So, okay. Und ja, ich hätte auch Polita nach vorne setzen können, aber mach es doch. Ein Mann des Meeres ist auch ein Mann der Pokémon. Ja, ich glaube, das ist vor der letzten Nix-Arena. Weil die Nix-Arena hat immer noch eine Stahl-Arena. Das könnte von Polita doch wieder relativ einfach werden. Mantios, erstmal als nächster Gegner. Matrose, Matrose Rapo. Gut, da hätte mir mein Pokémon geholfen. Ah, wir sollten das jetzt die Route ohne Probleme schaffen. Zumindest das gibt es jetzt noch in Level 27er Gegner. Gab es doch, ne? Weil wir sind ja mittlerweile auch schon fast in Level 40. Ja, wie gesagt, die nächste Arena wird die Stahlarena. Hoffentlich wird dann die letzte Arena werden, bevor wir dann endlich unser letztes Team mitkriegen. War nur gerade ein bisschen irritiert, gerade weil der Bildschirm so ran war. Die Aufnahme läuft kurz einfach, ne? Kriegst du halt noch nicht hin. Aber ich glaube, dass Gyarados uns gerade platt macht. Er macht einen Fehler. Er macht einen Fehler. Er hätte nur mit Kaskade angreifen müssen. Dann wäre kann nicht weg gewesen. Aber er möchte nicht. Aber ich habe keine Lust.
Unnützerweise wollte ich mal kein Pokémon gewinnen. Das ist sein letztes Pokémon, glaube ich. Gut, dann schenkt er uns den Sieg. Kann man seine 40 Pokémon in alle 30 Jäger. Gut, dann können wir sogar fast in die Aufnahme, also in die neue Folge starten mit einer weiteren Entwicklung. Ich glaube, dass wir Level 40 erst haben, dass wir schon Level 40 haben. Gucke ich gerade. Es kann aber auch sein, dass es erst Level 42 ist. Bin mir nicht, beim Ponika bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Obwohl es ein Pokémon der ersten Generation ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es 42 oder 40 war. Level 40. Alles klar. Super. Dann herzlich willkommen. Galoppa! Yeah. Ja, ich weiß, es ist langweilig, aber mal was anderes einfach zu. Und damit kriegen wir den nächsten Pokédex-Eintrag. Schmalhorn. Schmalhorn ist eine Stahlattacke oder ist das eine Käferattacke? Ne, Stahlattacke ist es. Freut mich gerade. Ich bin gerade ziemlich froh, dass ich mit Bonita jetzt gerade das nächste Team, das weiteres Teammitglied vorher habe. Und zwar relativ schnell. Was sagst du da? Sie war auf der anderen Uferseite. Pass auf mich, das ist der Patsch. Ja, Dankeschön. Das kriegst du. Ein Lieblingssticker. F. Okay. Danke. So, dann machen wir das nächste. Ist meine ich überhaupt noch irgendwas, was ich jetzt groß entwickeln kann? Ja, eigentlich Krambux nur, ne? Ich gehe mal mit Thales nach vorne. Der hat auch schon lange nicht mehr getan, nichts mehr getan. Das ist Rücken! Der Rhythmus des Kampfes! Gitarris Vitali. Ja, lockst du ja. So, gut. Mit Thales, wie gesagt, du hast schon länger nicht mehr gekämpft. Das letzte Mal bei Hilda an der Arena. Das war so, glaube ich, die letzte Mal. Jetzt machen wir mal die Kraft. Oh, Spina. Nee. Was? Level 39 für Vitale. Ich drücke jetzt auch bei Level 40 auf. Das ist lang, das lange, aber nicht lange. So, da oben sind noch zwei Trainer, zwei Angler, die nehme ich natürlich gerne noch mit, aber ich sag mich nervt es gerade so ein bisschen, dass ich noch gar nicht mit dir abstehe. Vielleicht sogar schon in die nächste Folge. Da müssen sie sowieso da in die Richtung gehen. So. Wenn wir die mit, wenn wir irgendwann einen Trainer mit, glaube ich, oder? Nö. Okay, dachte, sah nur so aus, als dachte mir, da kommt vielleicht noch einer. Ne, aber wir nehmen jetzt erstmal die zwei Angler hier oben. Ja, ja, du musst gar nicht so fragen, es beißen keine an. Leo, mit 5 Pokémon. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Fang mir jetzt nicht mit 5 Karpados an. Fang mir bitte nicht mit 5 Karpados an. Das wäre jetzt zu blöd. Das sagen, weil wir hatten schon mal einen Trainer mit 6. So. Oh Gott. Ich hab nur nichts wirklich. Ich hab nur nichts wie gar nicht. Ich hab keine Elektro. Ich werde auch keine Elektro. Klingt ja auf jeden Fall erstmal der Spezial. Die Spezialverteidigung von Garados, okay. Ja,
Amerikaner ist es auch nicht so mit diesem Mainstream-Pokémon. Eigentlich hatte ich ja Klimpim gedacht, oder Palimpalim. Also Drama und dann, ja, ich dachte mir jetzt, weil den in Kampf-Pokémon raus. Wir bauen das Team ja nicht mal bei, wenn man dann möchte Perle spielen. Irgendwann mal. So, auf jeden Fall, Polion hat Level 40 erreicht und Ramalion Level 37. Sehr gut. Du hast jetzt nicht vier Carpador und das eine Garados. Ernsthaft? So, dann kann ich mit Ablativ mir zumindest mal die KP mal zurückholen. Erfahrungspunkte nehme ich gerne mit. Ja, das ist immer ein bisschen eintönig, wenn die dann alle mit ihren scheiß Carpadors kommen. Ne? Die werden nur so 5 Stück oder so. Ne? Die gute Leo ist besiegt, sagt doch nicht dazu. Ist egal. Dafür ist der zweite Fehler. Angeln an der frischen Luft ist einfach toll. Der Schrein hilft zwar nicht, aber ich kann nicht anders. Anger Samuel. Ja, du hast mir jetzt immer was anderes. Du hast ja nicht irgendwie nur diesen eigenen Quatsch. Also ich brauche keine Trainer mit 4-5 Carpador. Das ist absolut, absolut unnütz. Das kostet eigentlich meiner Meinung nach nur die Erfahrung. Kämpfen, weil Carpador, ja, da musste mit nur einer Attacke drauf, das Viech ist sowieso, hat sowieso keine Chance, aber Garados ist schon gut Erfahrungspunkte. So, Kaskade, Kaskade ist uns physisch, glaube ich, meines Wissens. Ja, so gut, da hast du noch drauf, nochmal eine Kaskade, okay. Dankeschön, Vitali. Ja, Vitali war nur so ein kleiner Aule mit 13 als gefallen. Das ist so gut, weil das Gerhard schon mal. Ja. So. Zurück. So, jetzt muss ich wegen dem Gas Honig muss ich den Surfer sitzen, okay? So.
sind wir, glaube ich, soweit fertig für heute, ne? Schon mit der Route 218, das ist ja nur die eine Route hier.